Derzeit tourt unser Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer mit seinem Team durch alle Regionen von Oberösterreich, um sich die Betriebe vor Ort näher ansehen zu können. Und ihm ist vor allem der Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wichtig, vor allem wenn es um die Herausforderungen in der Arbeitswelt geht. Mehr dazu in einem kurzen Gespräch hier im Schloss Tulit. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Landeshauptmann. Grüß Gott. Freut mich, dass Sie es in der Zeitnummer haben. Danke für die Einladung. Wir hätten da schon ein Chat vorbereitet, wenn Sie da niedersitzen wollen. Bitte schön. Herr Landeshauptmann, ich habe es ja eingangs bereits erwähnt, die Arbeit. Standort und Arbeit, das ist ein wichtiges Motto für Sie heuer. Was ist Ihnen da besonders wichtig dran? Wir haben in Oberösterreich so viele Beschäftigte, also Menschen mit Arbeit wie überhaupt noch nie. Und das besonders Schöne an Oberösterreich ist, dass wir das in allen Regionen haben, ein starkes Arbeitsplatzangebot. Das fordert uns aber auch, weil jetzt Zeiten kommen, wo das Wachstum nicht mehr ganz so groß sein wird wie in den letzten Jahren. Und wir wollen alles tun, dass wir das Wirtschaften in den Regionen und damit auch die Arbeitsplätze halten. Jetzt kommen wir zu Ihrem Null-Schulden-Kurs. Der ist äußerst beliebt bei unseren Landsleuten. 81% wollen, dass dieser Weg fortgesetzt wird. Vor allem die Jungen, das sind sogar 85%. Also das ist nicht nur beliebt, sondern der bringt auch was der Arbeit und der Wirtschaft. Also ich finde, es ist einmal ein Weg, der vom Hausverstand geprägt ist. So wie wir im Privaten nicht auf Dauer mehr ausgeben können, als wir verdienen, so muss es auch für uns in der Öffentlichkeit gelten. Und weil Sie die Jungen ansprechen, es ist auch ein fairer Weg, denn wenn wir heute Schulden machen, dann müssen die das einmal zurückzahlen. Die sollen aber selber Gestaltungsspielräume haben. Also aus dieser Sicht, aus meiner Einschätzung, ein ganz, ganz richtiger Weg. Er wird auch international gesehen. Die Ratingagenturen bewerten uns mit Bestnoten. Das ist deswegen wichtig, weil auch große internationale Firmen auf uns schauen. Da geht es um Verlässlichkeit, um Stabilität, wenn sie hier investieren oder sich erweitern wollen. Und das nützt dem Standort natürlich. Sie wollen ja mehr Chancen in die Regionen bringen, was mich als Innviertlerin besonders freut. Wie soll das aussehen? Gibt es da gewisse Projekte dazu? Wir sind in den Regionen stark. Damit wir aber das bleiben können, braucht es gute Rahmenbedingungen. Das hat sehr, sehr viel mit Infrastruktur zu tun, gerade weil es im Viertel angesprochen ist, aber nicht nur dort. Natürlich auch Straßen, das ist nach wie vor ein Thema, aber auch der öffentliche Verkehr. Wir investieren so viel wie überhaupt noch nie in die Schiene, gemeinsam mit den Bundesbahnen. Es hat aber auch mit dem schnellen Internet zu tun. Das brauchst du heute überall, privat sowieso, aber auch in vielen Wirtschaftszweigen. Und auch damit wollen wir mehr in die Regionen kommen, damit dort Arbeitsplätze gehalten werden können. Wir sind beispielsweise das Lehrlingsland Nummer 1. Kein Bundesland hat so viele Lehrlinge wie wir. Da wollen wir weitermachen, aber auch im Fachhochschulausbau, in der Stärkung der Universitäten. Also es gibt genug zu tun. Kommen wir zum Stichwort Soziales. Welche Herausforderungen, welche Schwerpunkte kommen da in Oberösterreich auf uns im Sozialbereich zu? Es ist ein Erfolgsgeheimnis von Oberösterreich, dass wir immer auf das Miteinander setzen. Und im Politischen drückt sich das Miteinander zum Beispiel eben auch im Sozialen aus, wo es um Hilfe für jene geht, die sich selber nicht mehr so gut organisieren können, die Hilfe brauchen. Wir investieren dort sehr viel, das wächst aber deswegen, weil zum Beispiel der Pflegebedarf steigt. Wir werden immer älter, das heißt aber auch, wir werden mehr Pflege brauchen. Da haben wir zwei ganz große Herausforderungen. Das eine ist, Leute zu bekommen, die in diese wichtigen Berufe gehen. Da bemühen wir uns gemeinsam mit dem Bund darum, Ausbildungswege zu finden. Und es geht auch in den meisten Bereichen um das liebe Geld, um die verlässliche Finanzierung. Auch da verhandeln wir zurzeit mit der Bundesregierung, wie wir Gemeinden, Länder und der Bund die Pflege langfristig auch finanziell sichern können. Jetzt kommen wir von der Landesregierung zur Bundesregierung. Gibt es dementsprechend auch ein neues Programm. Können Sie sich damit identifizieren, beziehungsweise was sind denn die Schwerpunkte für uns Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher? Erstens bin ich sehr froh, dass wir jetzt wieder eine politisch gebildete Bundesregierung haben, die auch willens ist, Entscheidungen zu treffen. Das brauchen wir in der Politik. Und ich finde auch das Programm, das mit Bundeskanzler Kurz geschnürt wurde, sehr zukunftsweisend, auch für den Standort Oberösterreich. Denn das Programm nimmt die Herausforderungen der Wirtschaft sehr ernst, betont aber auch den Klimaschutz und sieht das unter einem gemeinsamen Dach, weil wir ja vieles, was wir für die Umwelt oder für das Klima tun, auch wirtschaftlich nutzen können. Das beweist Oberösterreich schon mit vielen Wirtschaftszweigen. Dann will auch der Bund keine neuen Schulden mehr machen, so wie wir das in Oberösterreich tun.
oder aber auch will die Sicherheit ausbauen mit mehr Polizistinnen und Polizisten. Auch die können wir im Land gut brauchen. Also es gibt viele gute Punkte, die wir im Programm der Bundesregierung sehen. Neugierig wie ich bin, eine private Frage muss natürlich noch sein. Wenn wir schon das Jahr 2020 angesprochen haben, keine Sorge, ich komme jetzt nicht mit den Neujahrsvorsätzen und dergleichen, also ich halte sie ja nicht ein, aber gibt es irgendwas, worauf Sie sich in diesem Jahr freuen? Ob das jetzt ein Urlaub ist, ein Familienfest und dergleichen? Es gibt vieles, worauf ich mich 2020 freue, aber weil es ganz knapp vor der Haustür steht, dass der Weltcup heuer wieder in Oberösterreich zu Gast ist, in Hinterstoder mit 3 Rennen sogar. Das ist eine tolle Möglichkeit, wo wir uns international präsentieren können. Ich hoffe natürlich auf österreichische Erfolge. Oder aber auch im Herbst werden wir der Gastgeber einer großen internationalen Konferenz sein, wo Gäste aus Amerika, aus China, aus Südamerika, aus Deutschland da sind. Auch das ist etwas, was gut für uns ist, weil wir uns international gut präsentieren können. Und wie schaut es privat aus? Privat freue ich mich auf jede Minute, die ich gemeinsam mit der Familie verbringen kann. Und ich hoffe, dass es da einige gibt in diesem Jahr. Fein, da haben wir was gemeinsam. Herzliches Dankeschön, lieber Herr Landeshauptmann, für die Zeit hier im Schloss Zu Leth. Und alles Gute für das diesjährige Jahr. Dankeschön, Ihnen auch. Alles Dankeschön. Gute.